Hey Leute, Manu hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Hello Neighbor. In der letzten Folge habe ich mir ja zufällig das Haus mal so genauer angeguckt. Mir ist aufgefallen, wie viele Etagen das Haus eigentlich hat. Denn es hat ja, gucken wir mal da, eins mindestens, Erdgeschoss, zwei. Wenn man so will, ist das hier die dritte, glaube ich. Drei, vier, fünf, sechs. Kann ich mich voll verzählt habe. Aber hier, da wo ich jetzt hingucke, das ist das Haifischbecken. Das heißt, das da ist eigentlich eine höhere Etage als das da. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Etagen in diesem Haus. Aber wir können bis jetzt nur in die untersten reintreten. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. So, es muss irgendeinen Weg geben, wie man in die höheren Etagen kommen kann. Und zwar habe ich eine Theorie aufgestellt. Und zwar ist in jeder Etage, die über der normalen Etage ist, irgendwas Besonderes versteckt ist. Einfach weil, ich meine, man kann da normalerweise nicht reingehen. Das heißt, das ist irgendwas, was irgendwie heilig ist oder so für ihn. Und wir versuchen jetzt übrigens dahin zu jumpen. Und wir haben es nicht hingekriegt. Dammit, okay. Dann gefrieren wir erstmal den Hai. Und was für ihn, glaube ich, richtig wichtig ist, ist zum Beispiel auch der Teddy. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, den Teddy zu klauen. Und eventuell schaltet der Teddy ja frei, dass wenn man in den Aufzug steigt, man mit dem Aufzug... Nein! Oh, fuck, ich bin hängen geblieben. Fuck, Engel. Und jetzt muss ich die Katze angucken. Vielleicht schaltet er ja frei, dass wenn man den Teddy in der Hand hat, dass man dann mit dem Aufzug höher fahren kann. Und da ist ja auch ein Schlüssel. Und wenn man den Teddy verbrennt und dann schlafen geht, soll man ja theoretisch auch einen Schlüssel kriegen. Das haben ja schon einige nachgewiesen, dass es keinen Einfluss auf die Tür hat, aber eventuell ist es der Schlüssel, vielleicht eventuell ist der Schlüssel ja gar nicht für die Tür, sondern für den Aufzug. Vielleicht kommt man mit dem Schlüssel ja wirklich in eine andere Etage. Es ist eine sehr wilde Theorie, aber ich glaube, die könnte theoretisch, also es ist theoretisch möglich, also ich halte es für möglich. Das stimmt, die hat einen Bärenfall hingelegt. Die machen wir mal weg. Wassere. Und hier ist der Aufzug. Gucken wir uns den mal an. Seht ihr, da ist eine Etage 1 und 2. Also theoretisch gibt es ja noch eine Etage darüber. Wir sind jetzt im Erdgeschoss und dann gibt es Etage 1 und 2. Ich glaube nicht, dass hiermit die Etage 1 gemeint ist. Also ich weiß ich nicht. Oh, come on, why? Ach, komm, wir drehen das mal auf. So. Dumme Falle. Dumme Kamera. Kann ich dich kaputt machen? Ich glaube, ich habe die defekt gemacht. Okay. Gut genug. Okay. Dann haben wir uns jetzt mal den Teddy. Und mit diesem Teddy werden wir gucken, oder soll ich den verbrennen? Will ich wirklich oh, das ist falsche Tür. 2 Milliarden schon Spielzeit und ich gehe noch in die falsche Tür. Okay. Tür auf. So, Glocke dran machen. So, die Schaufel nehmen. Zum 1000. Mal die liebe Frau hier ausbuddeln. Zack. 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 Und jetzt gehen wir damit nach oben. Ich weiß nicht, warum ich das komisch betont habe. Wir gehen jetzt mal hoch. Und wir müssen jetzt halt den ganzen Kram machen, den wir schon 5 Milliarden Mal gemacht haben. Die Lehrerin hier hinstellen. Hi, da. Ja, da steht Gooper. Gooper. Ich wollte super sagen, ich habe Gooper gesagt. Es ist schon sehr Gooper. Okay. 3, 5, 8, 5, 8. Gun. Awesome. Danke. Danke. Genau. Und hier vorne hat halt wirklich alles verbarrikadiert und hier kommt man nicht hoch. Hier kommt man nicht hoch, aber vielleicht kommt man wirklich mit dem Aufzug dahin. Ich weiß es nicht. Eventuell geht's. So, jetzt gehen wir. Oh, das ist so zum 1000. Mal so ein dummer Schießstand. Das Problem mit Schießstand ist, dass der Schießstand ja ein bisschen buggy ist und dass der manchmal nicht klappt. Zum Beispiel jetzt. Achtung, man muss ja die Waffe drauflegen. Zack. Und dann muss man hier den Knopf drücken. Und dann muss man Männchen abschießen. Aber die Männchen, die man abschießen muss, die sind random. Also die kommen wirklich random. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die es auch schon versucht haben, gespielt haben. Und keiner konnte mir genau sagen, was man machen muss, damit diese Männchen... Oh, falsche Taste gedrückt. Damit diese Männchen kommen. Ich glaube wirklich, dass es random ist. Ich glaube, erstmal müssen die Lichter angehen und dann muss man es andrücken. Und dann drehe ich mich um. Und dann kommen die bestimmt irgendwann. Kommt bitte irgendwas jetzt. Das ist nämlich extrem nervig, dieser scheiß Schießstand. Ich habe gerade gespuckt. Ich war so leidenschaftlich in Wut, dass ich gespuckt habe. Ich kann das auch nicht aufbohren. Am liebsten hätte ich jetzt der Schießstand funktioniert. Das wäre so das, was ich am coolsten finden würde. Wenn dieser dumme Schießstand funktionieren würde. Ah, ja, danke. Danke, ich brauche 2 Punkte. Danke. Dankeschön. Jetzt kommt wieder der Schlüssel. Jetzt kommt hier der Schlüssel. Ja, danke. Danke. Hat viel zu lange gedauert, aber danke, sehr nett.
Sehr nett von euch. Danke, danke, danke. Oh, warte, ich will den Schlüssel auch mal aufsaugen lassen. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dankeschön. Dankeschön. So. Wirklich nervig. Der Schießstand ist das nervigste im gesamten Spiel. Also wirklich mit Abstand. Der ist einfach so hart nervig. Okay. Weil hier unten ist die Zeichnung. Seht ihr? Teddybär, Feuer, gleich Schlüssel. Nehmen wir den Teddybären und wir nehmen auch mal den Schlüssel, der hier drin ist. Und jetzt ist die Krippe auch weg. Okay. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Den Teddybären ins Feuer zu schmeißen und zu gucken, ob wir dann... Also hat einer in die Kommentare geschrieben, dass ich... Oh, Kacke. Ich will nicht in die Falle rein... Naja. Ja, hilft ja nichts. Hilft nicht. Jetzt drücke ich alle Tasten und hoffe, da rauszukommen. Ja, okay. Okay, Feuer auf. Und den Teddy, du werden da rein. Teddy, du musst ins Feuer. Ja. Jetzt zumachen. Und machen wir es mal brutzelig. So. Wenn ich jetzt schlafen gehe, soll angeblich der Schlüssel über mein Bett sein. Das bezweifle ich aber ehrlich gesagt. Ich halte das für eine wahnsinns unrealistische Theorie. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form bewiesen ist oder möglich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Theorie... Hi, Nachbar, ich penne mal mit dir, okay? Oh, die Sequenz, okay. Ah, okay, zum tausendsten Mal ins Bett verstecken. Lieber Nachbar, lässt du mich bitte jetzt? Darf ich bitte? Darf ich? Ja. Dann müsst ihr jetzt einen Schlüssel droppen. Und... Nein. Das ist der Haustürschlüssel aus dem Tutorial. Wer mir das in die Kommentare geschrieben hat, hat kompletten Schwachsinn erzählt. Das ist einfach... Okay, danke. Gut, dass wir es getestet haben. Aber es gibt generell viele Leute, die einfach Schwachsinn in die Kommentare schreiben. Und das aber richtig selbstbewusst vertreten. Als ob es richtig, richtig realistisch wäre, dass das passiert. Ist der Teddy noch im Feuer oder ist er weg? Teddy ist nicht mehr im Feuer. Also ist er verbrannt oder was mit dem Teddy passiert? Also der ist auf jeden Fall weg. Das können wir festhalten. Der Teddy ist weg. Aber ich habe einen Schlüssel gekriegt aus dem Raum. Im Raum war ein Schlüssel. Ich glaube, der hier. Der ist verrostet, alt. Und da habe ich noch den Schlüssel, der ist aber für das Schloss. Das ist der Schlüssel. Kann ich den irgendwo hier reintun? Kann ich mit dem Schlüssel hier irgendwas im Raum machen? Kann ich den irgendwo reinstecken? Nein? Ich habe ihn weggeworfen. Moment. Nee, okay. Jo, aber lass uns mal ausprobieren. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf 2. Eventuell kommen wir jetzt in die höhere Etage. Hallo, Aufzug, funktionierst du überhaupt? Funktionierst du überhaupt, du dummer Hä? Was passiert gerade? Gar nichts. Und ich weiß, dass der Aufzug funktioniert. Ich bin mit denen halt schon mal gefahren. Bisschen merkwürdig jetzt. Weil normalerweise geht der. Nee, ohne Witz, normalerweise funktioniert der Aufzug. Und wenn ich den Schlüssel raus tue? Also beide, mal wegschmeißen. Geht immer noch nicht. Hä, was ist denn... Weil normalerweise sollte der funktionieren. Ich weiß nicht, warum jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und wenn wir den Aufzug im zweiten Stock benutzen? Also hier alles verbarrikadiert. Exakt alles. Der hat keinen Fleck ohne Stuhl gelassen. Aber es ist doch ein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir unangenehm für ihn sind. Wir sind an einer unangenehmen Stelle. Aber der Aufzug geht nicht. Oh doch, er geht. Okay. Können wir jetzt in eine andere Etage fahren? Ich habe den Schlüssel in der Hand, den richtigen. Hä? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Seht ihr das? Das ist die untere Etage. Wir sehen so einen Lichtspalt von der unteren Etage, aber wir sind nicht in der unteren Etage. Hä, aber ich bin gerade sehr verwirrt. Haben wir jetzt ein Geheimnis gefunden? Haben wir keins gefunden? Warum geht der Aufzug nicht? Warum sind wir so halb in der... Ich glaube, da muss ich nochmal irgendwann mal nachforschen. Das Problem ist halt, dass nächste Woche das neue Update rauskommt. Und wir dann nicht mehr so viel nachforschen können. Aber der Aufzug geht gerade nicht. Wir sind so halb runtergegangen. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Ich bin gerade wirklich, wirklich verwirrt. Da hinten ist ja ein Haus, was eine exakte Kopie vom Nachbarhaus ist. Und, da können wir es hier vielleicht mit der Mülltonne eine Etage hoch katapultieren, fliegen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, was wir hier machen. Aber theoretisch könnte es ja gehen. Okay. Hat's geklappt? Sind wir raus? Eventuell geht das. So, ist das unser Haus? Ja. Dann können wir hier reinjumpen bestimmt.
Jupp, hallo. Von zu Hause. Niemand da? Hier ist der Nachbar am Chillen. Auch schon bekannt. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Hier ist theoretisch der Hai. Das ist kein echter Hai, das ist ein Roboter. Es ist trotzdem Hai. Es ist halt ein Roboterhai. So, und hier meinen Leute, dass man sich nach oben katapultieren kann mit einer Mülltonne. Probieren wir es mal aus. Vielleicht können wir uns ja auch durch die Decke katapultieren damit. Oder ist die Decke solide? Die Decke ist solide, da kommen wir nicht durch. Ne, wir kommen da nicht durch. Keine Chance. Okay, wenn wir es hier oben hinstellen. Und, ne, wir können nicht mal draufspringen. Okay. Okay, wir sind drin in der Mülltonne. Und fliegen. Wir können leicht hochgucken, oder? Können wir ganz leicht hochgucken? Ne, wir sehen nur die Decke. Wir können nicht sehen, was da oben ist. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Oh, oder? Nee, aber wir haben ein bisschen was gesehen vielleicht. Irgendwas sehen. Nee, wir buggen uns nur in die erste Schicht. Da ist noch eine Schicht darüber. Oh, wir sind jetzt aber stuck. Ich kann die Mülltonne nicht mehr aufsammeln. Okay. Wir können hier auch nicht rüber. Hier ist eine unsichtbare Wand. Schade, Mann. Super schade. Okay, irgendwas stimmt mit dem Aufzug aber nicht. Der ging halt wirklich nicht. Da müssen wir mal nachforschen. Wie gesagt, glaubt ihr, dass irgendwas dran ist am Schlüssel oder war es einfach nur ein Bug? Weil für irgendwas muss der Schlüssel doch da sein. Wofür glaubt ihr, ist dieser Schlüssel? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, Leute. Und ciao.